Ja, ich hatte damals eine Phase in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, sozusagen, ich stecke fest, und zwar in allen Lebensbereichen. Ich hatte mich selber sehr zurückgezogen, isoliert, war auch quasi ohne Ämterkontakt zu Hause, habe mich selbst finanziert, habe mich ziemlich zurückgezogen, auch aus Freundschaften. Zur Familie auch zum Teil Kontakt abgebrochen, einfach aufgrund der Vorerfahrungen der Jahre vorher und dem ganzen Stress, der da war. Und hatte so die Idee, ich ziehe mich ein bisschen raus und dann finde ich schon wieder zu mir und dann ist ja wieder alles gut. Und das hat aber nicht funktioniert. Und immer wenn ich einen Schritt gehen wollte, kamen auch viele Ängste, fast Panikattacken. Schlafstörungen, Schuldgefühle, einfach insgesamt eine Schwere. Und dann, genau, hatte ich sie irgendwie entdeckt, über Podcast mir angehört und hatte wirklich gleich das Gefühl, dass da so zum ersten Mal ein Mensch ist, der wirklich authentisch so mit Hilfeprozessen umgeht, der keine Heilsversprechen macht, sondern der ja, ein realistisches, doch mitfühlendes Angebot sozusagen macht. Und dann habe ich mich gemeldet. Das war so mein Einstieg. Ja, also das schließt eigentlich direkt so an, dass ich mich auf so eine Art und Weise aufgehoben gefühlt habe, die sehr viel mit, also ich habe mich sehr respektvoll begleitet gefühlt und dadurch, dass, wie soll ich sagen, insgesamt so eine also Haltung, die auf eigener Erfahrung basiert, aber gleichzeitig sehr, sehr viel Fachwissen da ist, so eine ganz individuelle Begleitung da war, die einfach das eigene Tempo respektiert hat, die ja, also immer wohlwollend war und einfach trotzdem ja, die Begleitung ja sehr intensiv war, sehr auf diese eigene Selbstständigkeit und Selbstbestimmung Wert gelegt hat. Und genau, also das war so, es sind eher so diese Komponenten, diese Soft Skills, wie sagt man? Also die für mich sehr, sehr, sehr wichtig waren in der Begleitung. Aha-Momente waren für mich einfach auch über die Akademie, über die Module sehr viel über mich, also über bestimmte, jetzt weiß ich, also Symptome, die einordnen zu können, weil ich manche Sachen, zum Beispiel Prokrastination oder sehr viel Grübeln, habe ich tatsächlich vorher als einfach Persönlichkeitsanteile von mir wahrgenommen. Und einfach so, ja, ich bin halt, ich reflektiere halt viel, aber dass das ja auch ein Ausmaß angenommen hat, wo Gedankenkreise und nicht mehr schlafen können, dass das im Grunde eine Traumafolge Störung, ist jetzt ein blödes Wort, aber dass es damit zusammenhängt auch, mit dieser Überregulation. Das wurde, ja, war dann auch so ein Aha-Effekt. Und dann einfach zu merken, obwohl ich mich ja als sehr selbstreflektierten Menschen empfunden habe, immer, ja, wie weit weg ich eigentlich von mir selber bin. Wie weit ich weg bin von dem, was ich tatsächlich fühle und wie es mir geht, auch meinem Körper, dass ich ge immer gedacht habe, ja, ich denke doch viel nach, ich weiß es doch, aber dass ich das halt gar nicht, ja, dass ich jetzt Schritt für Schritt, nach Monaten jetzt, dann nochmal einen ganz, ganz neuen Zugang zu mir selber entdecke. Genau. Eigentlich alles insgesamt, weil das alles insgesamt hier zusammenhört. Was für mich persönlich halt aber wichtig war, einfach von dem Punkt, wo ich herkam, aus dieser Isolation und auch
Kontaktabbrüche, Enttäuschungen, entmutigt sein, auch im sozialen, ja, Kontakt mit anderen, war für mich die 1:1-Begleitung und auch kombiniert mit dem WhatsApp-Kontakt ist wirklich am wichtigsten. Wobei ich am Anfang da schon mich einfinden musste und nicht so genau wusste, wie geht das jetzt. Aber ich hatte ja da auch manchmal so ein bisschen Krisen und Ängste. Und dann wirklich, also diese Kontinuität in der Begleitung und diese, ja, wie sagt man, wie kann man so schön in Büchern lesen, eine korrigierende Erfahrung zu machen. Das meine ich jetzt nicht nur so, man kann es lesen, sondern das wirklich zu erfahren, dass da jemand ist, der gleichbleibend, wohlwollend da ist und einfach ein Gegenüber ist und auch so eine Art Resonanz zu erfahren, die mir wirklich in meinem Leben, das war mir gar nicht so bewusst, wie sehr mir Resonanz gefehlt hat. Von daher war das wirklich sehr, sehr, sehr heilsam. Und ja, und dann natürlich, die Module sind sehr vollgepackt mit Wissen. Und man könnte ja denken, ja, es hat ja jeder die gleichen Module, aber das stimmt, also das stimmt, jeder hat die gleichen Module, aber man kann ja sein De Tempo bestimmen, man kann auch entscheiden, ja, das mache ich gar nicht. Man kann ganz individuell sich das sozusagen erarbeiten. Und das hat mir sehr getaugt, so autonom und selbstständig zu lernen. Ja, genau. Das waren, aber insgesamt, ja, und jetzt zum Ende hin einfach bin ich an einem Punkt, wo ich auch sage, jetzt lerne ich gerade den Zugang zu meinem Körper, so dass er für mich gerade zur Orientierung wird. Und das hat aber gedauert. Und das ist jetzt so mein Fokus ein bisschen, wo ich mich auch freue. Also da würde ich, also als Kombination von allem, was ich jetzt so gesagt habe, ist für mich einfach so dieses aus der Ohnmacht in die Handlungsfähigkeit zu kommen. So. Dass so vorher dieses, da sind halt Gefühlszustände, die kommen und gehen, und ich ertrage sie halt irgendwie, also ich habe für mich diesen Satz, der ist gar noch nicht so alt, aber den Sie mal gesagt haben vor kurzem, den nehme ich jetzt echt in meinen Alltag mit, dass wenn man so überreguliert ist, also in einem Zustand des Nervensystems, der sehr angespannt ist oder drüber ist oder fast schon Angst, Panik, dann hilft es jetzt nicht nachzudenken. Also so, dann ist es wichtig, Stopp irgendwie zu machen und zu gucken, wie geht es mir. Auch wenn ich das Nervensystem selbst in dem Moment, das ist halt drüber, aber ich kann gucken, dass ich irgendwie rauskomme. Ich kann gucken, dass ich was mache, was mich irgendwie runterfährt, oder ich kann dann beim nächsten Mal mich vorbereiten auf die Situation. Das sind so Sachen, die geben einem so das Gefühl, dass man wieder handlungsfähig ist auf jeden Fall. Und das ist so ein Aspekt. Der andere Aspekt ist so, so ein Mitgefühl mit sich selbst auch zu haben, dass man auch mit diesem, dass man lernt, es ist nicht, passiert alles nicht einfach so, sondern das hat alles mal Sinn gemacht. Und ich bin kein Versager oder ein schlechter Mensch, sondern ja, das hat alles Sinn gemacht und ich kann es aber auch, ich kann nicht Schnips machen und es ist weg, aber ich kann es wahrnehmen und dann anders auch steuern. Und das gibt einem mehr Selbstbestimmung und Selbstvertrauen. Und was ganz wichtig ist, auch dann, wenn ich mit anderen Menschen jetzt in Kontakt bin, dass ich einfach auch da mehr Respekt haben kann und die würdigen kann, wie sie ihr Leben gestalten, anstatt zu viel zu kritisieren. Und das macht, also es ist sehr, sehr befreiend einfach für mich. Von da eben wie immer, wo ich herkam, halt so wie mein Leben war, bevor ich in die Akademie sozusagen eingetreten bin. Ja, also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe auch schon mal einer Bekannten also einen Link geschickt oder mehreren Bekannten Links geschickt. Also ich würde es vorbehaltlos weiterempfehlen. Wobei, aber ich weiß nicht, ob ich da, ich weiß nicht, also wenn ich,
Ich würde so die zur Bedingung, na, eigentlich nicht. Das ist, bin ich, das ist, die Akademie ist nicht so kritisch, aber ich würde eigentlich sagen, dass jemand so bestimmte Werte, wenn jemand bestimmte Werte im Leben hat, wie ich will authentisch sein oder ich will das Leben, was mich ausmacht, leben, dann würde ich sagen, das ist genau der richtige Ort für dich, dahin zu gehen. Aber das entscheidet ja nicht ich, das entscheidet ja jeder selbst. Und dann glaube ich, ja, wäre es gut für jeden Menschen, der irgendwie eine Verantwortung hat, irgendwie so, sozial oder fast sogar politisch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann auf jeden Fall jeder, der mit Menschen arbeitet, vor allem mit Kindern arbeitet, ja, wäre es auf jeden Fall wichtig, dass das Thema noch breiter bekannt wird, und zwar auf so genau so eine unaufgeregte, aber sehr fundierte Art und Weise, die einfach sehr viel Mitgefühl hat, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist für die Welt. 'Cause it feels like home.